zusammen und guten Morgen. Ich war heute Morgen schon auf einer kleinen Hundemesse. Die findet statt in Würselen und ist die Cani Medica. Eine Messe für Hundegesundheit. Ich war sehr gespannt auf diese kleine Messe. Die hat, soweit ich weiß, das erste Mal stattgefunden. Ich hatte mir erhofft, einiges an physiotherapeutischem Material dort zu finden, Balancematerialien und. Da war ich dann leider sehr enttäuscht. Es gab einen Stand von einem Orthopäden, der auch K9-Produkte vertrieben hat. Allerdings zu recht utopischen Preisen. Die bekommt man im Internet deutlich günstiger, inklusive Versandkosten. Und dann waren im Grunde 85% der Stände Futtermittel und Nahrungsergänzungsmittelstände. Sie hatten zwei wirklich schöne Aktivitätsflächen. Ich war 2 Stunden da. Das Einzige, was dort stattgefunden hat, war Würstchen-, Weitwurf- und Fangweltmeisterschaft. Was das auf einer Wellness- und Gesundheitsmesse zu suchen hat, habe ich nicht so ganz verstanden. Ich hatte eher damit gerechnet, dass dort Physiotherapeuten Methoden vorstellen, Orthesenfertigung vorgestellt wird und. Ich muss sagen, ich habe allerdings auch nicht ins Programm gesehen. Nur bin ich davon ausgegangen, wenn ich 2 Stunden dort bin, dass schon irgendetwas stattfinden wird. Hat es leider nicht. Auf der ganzen Messe, das seht ihr nachher auch im Zusammenschnitt der Videos, die ich dort gemacht habe, waren vielleicht 50 Besucher. Der Rest waren Standmitarbeiter, also es war sehr, sehr leer. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar Kleinigkeiten mitgebracht, die ich sehr interessant finde. Das erste, was ich ganz, ganz toll fand, war am Stand, an dem Natura Vetal vertrieben wurde. Ich kaufe gerne als Barf-Ergänzung Kaustreifen mit Fell oder Ohren mit Fell. Und dort habe ich gefunden Ziegenfellstreifen. Ja, wie man sieht, findet die Bielle das auch total interessant. Die waren jetzt auch gar nicht so wirklich teuer, 6 Euro für 250 Gramm, aber das sind eine ganze Menge Streifen, die sind eher etwas kleiner geschnitten. Ich bin sehr gespannt, wie die Mädchen das annehmen werden. Ziege haben wir nicht so häufig, ich fütter halt gerne mal was anderes, daher habe ich die gerne mitgenommen. Am gleichen Stand gab es dann auch aus Ziege schnittfeste Hundewurst. Schnittfest finde ich immer sehr interessant, weil ich das dann gerne als Leckerlis verarbeite, beim Training, Dogdance, Tricksen, wie auch immer. Und gerne auch auf Turniere mitnehme. Meine Frage danach, wie gut sie denn die Konsistenz behält, konnte erstmal nicht beantwortet werden. Aber die Leute waren super nett, haben sich aus der Küche dort ein Messer und ein Brettchen geholt und haben einfach eine der Ziegenwürste aufgeschnitten. Die lag dort schon seit Freitag, war also gut warm geworden und die Konsistenz war wirklich völlig in Ordnung. Man konnte sie noch super schneiden. Natürlich beim Anschnitt läuft etwas Flüssigkeit aus. Das ist diese Gelatine, die sich verflüssigt, die meist ein bisschen außen um die Würste sitzt. Das ist also völlig normal. Wenn man die Wurst zu Hause vorschneidet, dann passiert das nicht. Ansonsten war sie von der Konsistenz her wirklich für 2 Tage warm liegen. Super in Ordnung. Deshalb habe ich eine mitgenommen, um sie selbst zu Hause zu testen. Die besteht aus 45% Ziegenmuskelfleisch, 20% Ziegenherz, 15% Ziegenlunge, 10% Ziegenkehlkopf, 5% Ziegenleber und 5% Fleischbrühe von der Ziege, um das Ganze natürlich in eine gute Konsistenz zu bekommen. Nett ist auch die Fütterungsempfehlung, ist also eigentlich ein Einzelfuttermittel für Hunde aus 100% Fleisch. Man kann also das wie ein Nassfutter verwenden, wenn man das möchte. Das werden wir nicht tun. Ganz, ganz lieb war ein Stand zu Beginn. Da habe ich jetzt leider vergessen, welcher das war. Wir haben uns eine ganze Tüte Kekse geschenkt. Sind so etwas größer,
Riechen total gut. Ich habe keine Ahnung, was drin ist, da meine Hunde aber auch absolut nicht empfindlich auf irgendetwas reagieren. Und sie sagte, getreidefrei sind sie. Das ist mir immer ein bisschen wichtig. Zucker ist nicht drin und so ein Kram. Kommt die Bärle sich die jetzt direkt abholen. Haben wir das gerne mitgenommen. Jetzt kommen die beiden interessanten Sachen. Bärle, gehst du mal mit deinen Ohren wieder aus dem Weg? Nimm mal den Keks mit. Nimm mal den Keks. Ist ihn da. So. Wir haben im Moment wirklich arge Probleme mit Zecken. Ich habe schon zwei pflanzliche Mittel ausprobiert. Ob sie gut funktionieren, kann ich nicht wirklich sagen, weil ich sie nur einmal aufgetragen habe. Bielle hat bei Metaflon und leider auch bei dem Produkt von Dr. Ziegler mit Geraniol mit zentralen nervösen Störungen reagiert, sprich Zicken, Zittern, Kopfschütteln, Speicheln und das, obwohl wir wirklich minimal dosiert haben. Daher möchte ich die nicht unbedingt noch einmal benutzen. Honey reagiert auch etwas auf das Metaflon, auf das Produkt von Frau Dr. Ziegler nicht. Aber wenn ich alle drei Hunde mit drei verschiedenen Mitteln einsprühen oder einreiben oder spot-on drauf machen möchte, finde ich das etwas zu umständlich. Deswegen habe ich jetzt nochmal zwei Produkte mitgenommen, die ich sehr interessant fand. Das erste ist ein Spray von Marengo. Den muss man wohl dann täglich aufsprühen, bevor man spazieren geht. Das ist ein kleines Set. Den Spray gibt es auch in einer größeren Flasche. Nicht so schön ist, dass der ein bisschen ausgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, so einigermaßen, glaube ich. Das habe ich schon im Auto gerochen, aber nun gut, jetzt steht da gerade, jetzt wird das wahrscheinlich nicht mehr passieren. Riechen tut es sehr angenehm. Zusammensetzung ist Wasser, Lavendelöl, Clavleaföl, Pfefferminzblattöl. Es ist auf Englisch, ich musste jetzt erstmal kurz nachdenken. Was sehr, sehr nett ist, ist ein Zeckendreieck, was noch mitgeliefert wird im Set. Oben ist eine Lupe, damit man sehr kleine Zecken gut freilegen kann. Und links und rechts auf dem Dreieck sind dann zwei Haken. Ein sehr, sehr kleiner für diese Mini-Zecken, die es dieses Jahr überall gibt. Und ein normaler für die normal großen Zecken. Eine Beschreibung ist auch noch dabei. Da die Flaschenbeschriftung in Englisch ist, hoffe ich jetzt, dass diese in Deutsch ist. Ja, hier steht nochmal drauf. Natürlich wirksame Parasitenabwehr durch hochwertige Öle aus Lavendel, Nelke und Pfefferminze. Frei von allen Insektiziden oder giftigen Substanzen. Kein das Wohlempfinden des Hundes störender Geruch, frei von Phyretrum und Zedernöl, kein Verkleben oder Stumpfwerden des Fells, auch für Allergiker geeignet, wirksam durch rein natürliche Substanzen. Zur Abwehr von Zecken und Flöhen, den Hund vor dem Spazierengehen großflächig einsprühen. Wirkungsdauer je nach Zecken- und Flohdichte 8 bis 12 Stunden. Zusammensetzung Wasser, Lavendelöl, Nelkenöl, Pfefferminzöl, Emulgator, Polysulfat 20, erhältlich im praktischen 300 ml Pumpzerstäuber und als 1000 ml Nachfüllpack. Wir haben also sozusagen das Probeset mitgenommen. Ein weiteres Zeckenabwehrprodukt haben wir von CD Vet mitgenommen. Die Firma kenne ich schon sehr lange, habe von denen schon vieles benutzt und war bisher immer sehr begeistert. Das nennt sich Zeck Ex Herbal, ist noch relativ neu auf dem Markt, ist auch rein pflanzlich. Schauen wir mal, wo die deutsche Zusammensetzung ist. Da. Ergänzungsfuttermittel für Hunde, fütterungsbedingte Zeckenabwehr durch Unterstützung des Hautstoffwechsels, 100% natürlich. Zusammensetzung ist Bierhefe, Kokosraspeln, Petersilie und Schwarzkümmelsamen. Schwarzkümmelöl wird ja gerne empfohlen als Zeckenabwehr. Schwarzkümmelöl ist allerdings lebertoxisch. Da muss man sehr aufpassen, in welcher Dosierung und auch wie lange man Schwarzkümmelöl gibt. Das ist nicht für den Dauergebrauch gedacht.
Schwarzkümmelsamen allerdings sind nicht lebertoxisch, weil sie sehr viel weniger Öl enthalten. Man müsste also sie sind natürlich trotzdem lebertoxisch, aber man müsste eine extrem hohe Menge an Samen verfüttern, um den gleichen Effekt zu erreichen, sprich eine Vergiftungserscheinung beim Hund, wie beim konzentrierten Öl. Gefüttert wird pro Tag. Kleine Hunde wie meine 1 bis 2 Gramm, da ist ein Messlöffel drin, der entspricht 1 Gramm. Mittlere Hunde 2 bis 4 Gramm, große Hunde 4 bis 6 Gramm. Ich habe noch nicht reingeguckt, wie der Messlöffel aussieht. Ich mache mal auf. Zu viel versprochen, kein Messlöffel drin. Zumindest finde ich keinen. Ich schüttel mal, vielleicht kommt er dann zum Vorschein. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Kein Messlöffel drin. Das heißt, ich werde dann beim ersten Mal abwiegen mit einem normalen Teelöffel, wie viel Gramm auf einen Teelöffel passen, beziehungsweise wie viel dann etwa 1 Gramm entspricht. Das letzte, was wir mitgenommen haben, ist auch wieder von CD Vet. Und zwar ist das ein Silver 8 Gel. Ich weiß nicht, wer von euch kolloides Silberwasser kennt. Das mache ich schon lange für meine Hunde selbst. Kolloides Silberwasser wirkt stark antibiotisch. Man kann es auf Wunden auftragen, man kann es aber auch oral eingeben, sprich mit ins Trinkwasser oder auch mit der Spritze zuführen. Wenn der Hund Magen-Darm-Probleme hat, macht es bitte nicht einfach so. Sprecht es bitte mit einem Heilpraktiker ab oder auch mit eurem Tierarzt, wenn ihr da einen habt, der auch alternative Medizin benutzt. Das Silver 8 Gel ist jetzt zur reinen Wundbehandlung gedacht, wirkt also wie gesagt antibiotisch, tötet Viren und Bakterien ab und ist ein bisschen schöner Hand zu haben wie das reine kolloide Silberwasser. Das Wasser muss man mit Wattebausch auftupfen oder. Dies ist jetzt ein geliger Spray, der bildet eher eine Art Film, hält besser auf der Wunde wie das reine Wasser, ist auch trotzdem absolut unschädlich, wenn es abgeleckt wird. Zusammensetzung ist Wasser, Emulgator, Mandelöl, Jojobaöl, Calendulaöl, Lavendelöl, Xanthan Gum, kenne ich jetzt nicht, müsste ich nachsehen, Mikrosilber und Salbeiöl. Natürliches Pflegemittel mit ionisierendem Silber zur intensiven Hautpflege. Anwendungsempfehlung: dünn und gleichmäßig auf die zu pflegenden Hautbereiche aufsprühen. Das waren die Sachen, die wir mitgebracht haben. Im Anschluss habe ich auf der Messe ein paar kleine Videoaufnahmen gemacht. Die werde ich euch jetzt hinten anhängen. Da könnt ihr dann die Stände noch ein bisschen sehen und was es dort sonst noch so zu kaufen gab. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!